Hallo, willkommen zu einer weiteren Runde Rennen mit den PS-Junkies Shadowrunner, Ja, hallo. Bacon Hallo, ich lese und da willige Märtyrer und Fjall. ja, und Ja, Todeswunsch. genau. Ja. Und ich muss noch was nachrechnen von der letzten Folge. Tschüss. Ich habe das einfach Ja. vergessen, es tut mir leid, ich war da gerade in Gedanken, deswegen. Ja, wir haben ihn eben sehr in die Mangel genommen, deswegen wir waren sehr entsetzt, dass er sich unseren Fans gegenüber so verhält und ja. Okay, ich glaube, ich würde nicht den Cargo Bob nehmen. Wahrscheinlich nicht. Ich Ich habe glaube, einfach ich nehme mal den. was genommen. Wahrscheinlich ist es nicht die beste Idee. Ich habe jetzt einfach den Zwift genommen. Ich habe echt ein bisschen Angst, ne? Weil. Ja, kleines Rennen für bis zu 30 willige Märtyrer mit flachen Kehren über dem Great Ocean Highway. Das klingt für mich nach. Wir sind jetzt 8 Leute, glaube ich. Ja. Das klingt für mich nach viel Tod. Verderben. Ja, aber flache Kurven hört sich ja, kann ja auch einfach heißen, dass sie nicht so eng sind. Ja. Spannend. Also zumindest die vor mir haben andere Helikopter als ich. Aber das heißt ja noch nicht viel. Werde Vielleicht heißt es wahrscheinlich ja auch nur, dass wieder sie dumm sind. nicht vorwärts kommen, wie so üblich. Da vor mir Ja, da kracht es gibt's schon schon ein den wenig. ersten Party-Crash. Bin ich ein bisschen entsetzt, dass der Fjalk, der eigentlich der beste Hubschrauberpilot der Welt ist. Ja, aller Zeiten. Ja. Ach, Ja, wenn der man lässt da uns hier weggeschubst nur. wird vor dem ersten Tor, dann bringt das auch nichts. Der Fjalk gibt uns hier nur eine Chance, aber wir nicht komplett demotiviert sind. Das ist total nett von ihm. Scheiße, ich glaube, jetzt bin ich zu tief. Tiefer. Becken, du alte. Ich hab das Tor ausgelassen. Ja, du Was soll ich kannst denn doch nicht sonst mitten in der machen? Luft drehen. Wie soll ich denn da sonst zurückkommen? Natürlich drehe ich mitten in der Luft. Und dann, warum hast du mich das zweite Mal? Ah, nee, das war's gar nicht du. Nee. Hab dich nur einmal gerammt. Aber das nächste Tor habe ich auch ein bisschen sehr eng genommen. Ich bin jetzt. Oh, da ist der Fjalk. Komm, Fjalk. Hallo. Fjalk halt diesen, finde ich, diesen Magnum-Helikopter. Ja, Kann ich habe das auch schon sein? ganz die Melodie im Ohr. Schon Ja. seit dem Start. Für die Leute, die Magnum nicht kennen, summ doch mal bitte vor. Ja, so ein bisschen Ordnung. Danke. Die Leute, die es immer noch nicht kennen, Magnum ist ein Herr mit interessanten Hawaii-Hemden und einem sexy Schnurrbart. Und extrem kurzen, engen Höschen. Ja, Tom Selleck, als er noch jung war. Tom Selleck war das, ne? Ja. Genau. Sehr geile Serie. Ja, Ja, war so zusammen ey, was mit war das denn für eine A-Team Aktion und von Knight mir? Rider und Airwolf war das so die Sachen, die man geguckt hat. Zwei Runden, verdammt. Ich dachte, ich wäre schon fertig. Ja, ein bisschen frustrierend finde ich. Der Shadow ist, glaube ich, vor uns, ne? Hat auf welchem Platz Ja, bist du aktuell? aber ihr habt ja noch die Hälfte Oh. Zeit, das aufzuholen. Ja, das wird vielleicht auch was, wenn man nicht Punkte wieder mal fast auslässt. Aber solange es nur fast ist, ist ja okay. Ja, aber hier die anderen Deppen, die fliegen ja auch echt gerade. Ja, Ja? verpissen? Ich qualme übrigens immer noch wegen dir. Ja, oh, ich bin jetzt abgestürzt. Das ist, kennst du doch, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ja, aber es war noch nicht mal meine Schuld. Ich bin nur weitergeflogen. Ich bin immer noch Fünfter. Es ist nicht deine Schuld, dass du einen Punkt verpasst hast. Doch, das war meine Schuld. Ja. Aber dafür habe ich ja Ich, Vorsicht, ich den. komme von rechts geweckt ab. Geh nicht weg. Wer? Nee, der Fjark meinte mich, glaube ich. Aber keine Ja. Chance, ich gehe nicht weg. Ich denke die ganze Zeit bei diesem russischen Helikopter, dass er gleich irgendwie anfängt mit Raketen zu schießen. Haben wir etwa Vorurteile? Ja, Nee, geil. nein, nach Geschafft. der sieht einfach so, finde ich. Der Helikopter an sich sieht einfach. Weil das Ja. ist ja ein russischer Helikopter. Also wäre das ein amerikanischer Helikopter, hätte ich das auch gesagt.
Oder ein... Na, wenn es ein Deutscher wäre, bräuchte man keine Angst haben, weil der wäre vermutlich kaputt. Ich habe mal wieder einen Punkt ausgelassen. Achtung. Wie schön. Dreh. Oh. Achtung, ich lande am Berg. Du kannst ruhig drehen, weil du bist aktuell hinter mir. Immer noch. Aber ich habe immer noch Möglichkeiten, das zu vertrauen. Überholt, glaube ich. Ja, wenn man deinen Beschreibungen zugehört hat, war das in diesem Rennen wohl nicht sehr schwer. Nee, eigentlich... Wir hatten ja schon mal ein Helikopterrennen, glaube ich, gemacht, ne? Da war ich ja damals eigentlich. Nein! Ich bin am Ziel vorbeigeflogen. Ich war Dritter. Jetzt werde ich Fünfter werden. Oder Sechster, wenn du es so richtig verkackst. Ja, wir haben zwei. Oh! Da bin ich wirklich so einen Meter an der Zielflagge vorbei. Hui! Das für die Leute, die zwischendurch gedacht haben, das kann er nicht mal verdauen. Irgendwer ist explodiert. Ich nicht. Ich bin jetzt als, keine Ahnung, wie viel da ans Ziel gekommen. Ich glaube, der eine hat auch gar nicht so im Sinn ins Ziel gekommen. Der ist super hoch, ja. Da flog, glaube ich, Sechster war ich. Das ist ja eigentlich traurig. Ich bin sehr zufrieden, dass ich euch noch alle überholt habe. Ja, das hast du gut gemacht. Ja, bei Hubschraubern sollte man nichts anderes erwarten. Guck, der hat Würfel geworfen. Das waren sicherlich Würfel, die er geworfen hat. Und das waren Runen oder kleine Tierknochen. Das hat auch mal wieder Spaß gemacht, im Helikopter zu fliegen. Dann bin ich ja gespannt, was als nächstes kommt. Ja, solange du hinter mir ins Ziel gekommen bist, ist mein heutiger Tag gerettet. Ich würde sagen, Seitenwind. Aber sonst Bonus auf der 8 ist auch in Ordnung. Also wie gesagt, solange es jetzt nicht irgendwie Deathmatch oder sowas ist. Oh, ja. Zur Not werden wir auch noch eine Deathmatch machen. Ich überlege immer zu lange, was ich wählen will. Da ein bisschen könnte man die Zeit vielleicht... Ich wähle meistens halt das, was ich noch nicht ausgewählt hatte. Weil ich glaube, Bonus auf der 8, das kann gut sein, dass wir das schon mal gemacht haben. Aber natürlich nicht in der heutigen Zusammenstellung und dementsprechend... Ja, ich stelle hier gerade noch ein bisschen was um. Lalalalalala. Stellst du nur. Ach, du bist immer noch der Horst. Ach, mit Kompaktwagen. Natürlich. Willst du nicht gleich hier irgendwie wieder Trecker oder sowas nehmen? Das hatte ich fürs nächste Rennen vor. Ich glaube, da verlassen gleich noch ein paar Leute das Spiel. Ich wundere mich auch, dass du so lange der Horst bist. Ja, ist eigentlich vollkommen unverständlich. Der Issy war eigentlich ganz gut, ne? Ach nee, der hat eine scheiß Beschleunigung, aber eigentlich war der. Ne, ich habe meiner ist sogar getuned, von daher nehme ich den. Oh, ich will den. Egal, wie scheiße der ist. Ich habe heute auch noch Fahrzeug sitzen. Noch nicht so viele Nutella-Flecken im Gesicht. Nur eins unterm rechten Auge. Und immer dran denken, der Weg ist das Ziel und so. Echt, du hast ja den geholt, den Issy? Weil wir, so häufig schon länger. Weil wir so häufig Kompaktrennen fahren, oder? Schnelle Autos sind schlecht für mich. Ja. Ich mach erstmal das Verdeck auf. Oh, der Fjerk hat aber echt den stylischen Wagen genommen. Ja, finde ich auch. Und ich habe so richtig verkackt den Start. Von 3 auf 6. Aber dafür kann ich das Feld jetzt von hinten aufholen und den Fjerk erstmal überholen. Hallo, tschüss. Ja, der einen scharfen Kurve, da müssen wir alle wieder ein. Oh, ich war kurz Erster, davon einen Screenshot gemacht und Nicht in dieser. Okay, doch nur Zweiter, schade. Dritter, Vierter. Ja, aber ich glaube, die haben wir schon mal gefahren. Ich erinnere mich aber auch nicht mehr richtig dran. Das ist ja auch immer das Schlimme. Ich war kurz Erster, das kann ich dann als Episodenbild nehmen. Das ja, ist, man muss aber auch sagen, jetzt wurde ich auch noch voll abgedrängt, muss auch sagen, wir haben auch jetzt schon eine gewisse Zeit lang GTA nicht mehr gespielt. Weil ja. Bei uns so ein bisschen. Ich habe zwar alle noch Episoden bekommen, aber uns war so ein bisschen Sommerpause. Ja, eigentlich war jeder hat nur so ungefähr 2 Wochen Urlaub gemacht. Allerdings alle nach dem Urlaub. Demnächst. Oh, ich habe den Pferd geholt, glaube ich. Ich wollte Urlaub machen, aber ich habe dann irgendwie in Bremen gearbeitet. Oh, das ist ab echt schön hier mit der Kameraperspektive nach hinten, wenn man die Brücke fährt und dann den Sonnenaufgang sieht. Dafür, da gerade keiner vor mir war, konnte ich das dann mal ganz bequem machen. Oh. Ich hab den überholt. Ich hab gerade an einer Baustelle wie soll man das nennen? Umweg, ja. Also unter Baugerüst durchfahren geht auch. Ich sehe den Schattenläufer.
Schattenläufer ah. heißt außer bei mir. Mit A hinten natürlich. Schattenläufer natürlich. A. Lass mir doch mal, dass ich endlich mal weit vorne bin. Ja. Du wirst mir, weil jeder, der den Bacon kennt, weiß. In der letzten Kurve werde ich dich eh rausboxen. Ja, er auch wird mich nicht überholen. Er wird ein Arsch sein. Aber warum eigentlich bis zur letzten Kurve warten? Tschüss. Weil hast du mich. Naja, dafür hat mich der Nächste rausgeboxt. Wenn du es nicht machst, dann macht es wer anders. Ja, ich hab den. Ich hab den Dion auch mal eben kurz vorbeigelassen, weil ich glaube, der hat das schwerere Auto. Jetzt werde ich überholt. Oh, scheiße. Ich habe jetzt auch richtig Kacke gebaut. Ja, das ist bei mir eine Dauersituation-Einstellung. Ich habe jetzt doch einen Platz verloren, aber immerhin gab es da vorne gerade einen schönen Crash verursacht. Und ich gucke nochmal nach hinten, da sehe ich einerseits den Fjalk, was ja auch wunderbar ist, und zweitens diesen wunderschönen Sonnenaufgang über den Bergen. Ja, ich würde sagen, ich wollte nicht, dass der Fjalk immer so weit hinten ins Ziel kommt, deswegen... Ja. Ich habe gerade zwei Plätze vor dir das Rennen beendet, wenn du dich erinnerst. Nee. Beim Fliegenschrauberrennen, ja. Ich meine ja Autorennen. Ja, Autorennen. Autorennen ist was für Leute mit kleinen. Nein. Oh, scheiße, ich hätte ihn noch überholen können, hätte ich nicht scheiße gebaut. Und dann musste ich jetzt noch irgendwie mein Auto fangen. Schön. Ich bin auf meiner Glückszahl gelandet. 7? Ja. Ja, ich würde sagen, ein Autorennen geht noch, ne? Ich hätte eigentlich mal Lust auf irgendwie so vom Himmel stürzen. Ja, können wir sonst ja auch gucken. Falls auf euren Aufnahmen irgendwelche Pupsgeräusche zu hören sind, das war mein Nachbar, der bohrt gerade. Ja, ja, ja. Der pupst. Ich dachte erst, hier hat jemand gepupst, aber es war wohl mehr so eine Art Bohren. Ja, bohren, steht ja drauf. Ich werde aktualisieren. Nö, hinter dem Hügel. Okay, es sind zu viele für aktualisieren. Nein. Ah, das ist ja mal alles. Freier Fall. Das ist das Einzige, was nicht schießen ist. Ja. Je nachdem, wenn ich Börsencrash fahren möchte, stürzt es ab. Ja, das ist ein gutes Problem. Bevor ich lande dann in der freien Welt. Das klappt doch dann hervorragend. Ich bin immer noch Host. Host, ja. Ah, Motorräder. Ja, ich verändere noch so ein paar Sachen. Kannst du nicht auch andere Fahrzeuge einstellen? Das habe ich jetzt nicht versucht, weil so. Motorräder wollte ich, aber du wirst gleich sehen, was ich geändert habe. Was denn, aufholen ein? Verkehr ein? Nee, aber guck dir jetzt so das Bild, ja. Dann sehen wir wenigstens nicht, gegen welche Wände wir fahren. Ich überlege gerade, macht es überhaupt Sinn, was... Ah, man kann auch nichts anderes als die Sanchez nehmen. Wieso kann ich nicht meine eigene private nehmen? Das hat der Shadowrunner ausgestellt. Macht das bei der Sanchez überhaupt einen Unterschied? Kannst du die pimpen? Ja. Also pimpen auch. Ja, du kannst den Motor ein bisschen. Okay. Düster. Also einige Leute haben wir schon echt lange dabei. Der Chewing Pups. Pups. Ja, auch Super O und so. Der Shadowrunner ist auch schon lange dabei. Ja, der hat immer noch nicht aufgegeben, was ich erstaunlich finde. Ja, ich mach einfach mal bei mir das nicht. Die Strecke haben wir aber auch, glaube ich, sogar schon mal in der Aufnahme gefahren. Ja, aber nicht im Dunkeln. Nicht im Dunkeln? Oh, und irgendwer hat mich umgebracht. Ich habe irgendwen gerammt, aber ich weiß nicht, ob du es warst. Da, H2I, so glaube ich. Merke ich mir. Fjalk ist vor mir. Schon wieder. Ja, ich fahre gerade mal durchs Gebirge. Ach, du warst das. Ja. Oh, ich bin Siebter. Oh, ich hab grad den Country Western Sender drin. Tier of Convoy, großartig. Sing doch mit. Ja, jetzt gerade die Erzähl-Dings. So. Vielleicht, wenn der Dings wieder kommt, wenn der Refrain kommt. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ihr habt natürlich alle den Film gesehen. Mit Chris Christopherson und Ernest Borgnine. Convoy. Convoy, sagt mir jetzt gerade nichts. Das ist wahrscheinlich über vor meiner oder vor unserer Zeit. Wart ihr denn bloß in den 80ern? Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, das gehört sogar schon aus den 70ern. Weiter. Das ist aber dumm. Oh, aber es sind so ziemlich viele. Nicht nur Shadowrunners weitergefahren. Ich habe zwar noch den Punkt mitgenommen, aber
Ich bin dann auch den Berg dummerweise falsch hochgefahren. Ich glaube, wir haben 2 Runden. Also noch alles. Ja, offen. Ich habe 2 eingestellt. Das habe ich mir gemerkt. Au! Da war der Baum. Der Baum, mein Freund, in dem Fall. Hier an die Kurve erinnere ich mich, glaube ich. Hier oben mit diesem Silo. An das danach habe ich mich jetzt nicht mehr erinnert. Hui! Wir werden sterben, wahrscheinlich. Ich bin schon wieder tot. Was mache ich denn hier gerade die ganze Zeit? Was mache ich denn? Ja. Oh, das gleich, ist aber kommt irgendwo eine Wand eng. Nee, aber ein Tunnel. Ich erinnere mich jetzt auch hier dran. Einmal bitte von der Wand abkratzen. Mit meinem Glück ist ja gleich irgendwo ein Baum. Ja, da habe ich schon oben einige umgeflügt. Du wirst gleich nicht mehr letzter sein. Du bist nicht mehr letzter. Oh, den habe ich denn überholt? Ich habe zurückgesetzt. Wieso das denn? Wieso ich habe gedacht, bis ich... Oh scheiße, zweite Runde. Einen Punkt verpasst. Nein. Wieso? Dann habe ich überlegt, bis ich jetzt wieder gedreht habe und wieder Tempo habe, dann kann ich genauso gut zurücksetzen. Ja. Auto, geh weg. Danke. Oh, ich hätte gerne ein paar mehr PS hier in dem Berg. Oh. Ja, vielleicht müssen wir uns dann so oft wie wir hier nutzen, vielleicht doch mal die Sanchez kaufen. Und pimpen. Ja. Aber ich meine nicht, dass wir solche Vorteile brauchen. Das wäre ja schummeln quasi. Oh, ich habe den Pferd überholt. Tschüss, wie alt? Ja, ich bin gerade ein bisschen von der Straße gekommen, musste mich zurücksetzen lassen. Das kommt mir bekannt vor. Warum muss es denn noch eine zweite Runde geben? Ich lag so gut nach der ersten. Ich bin so gut durch diesen Abhang. Die zweite kommt immer vor der dritten. Ich weiß auch, warum es 2 Runden nur gibt und nicht 3, weil ich mich sonst an die Strecke erinnern würde. Natürlich. Ich mache alles, was dir das Siegen erschwert. Ah, merken wir das. Aber diesmal habe ich immer nie in diese Kurve gekriegt. Ja. Boah, was ist denn hier gerade für Verkehr los? Hallo? Habt ihr mit euren Kackautos nichts Besseres zu tun? Die müssen alle zur Arbeit fahren. Es wird bald Tag. Nachts. Es dämmert doch schon. Natürlich. Zumindest in meiner Ansicht. Nicht nochmal runter. Und. Whee! Ich frage mich ja, ob die Autos da so getaktet sind, dass man einmal durchkommen müsste oder ob die wirklich auch manchmal stumpf im Weg sind. Ich bin mal gespannt, ob ich diesmal durch den Tunnel komme. Whee! Whee! Nee, schubsen! Bringt euch doch bitte mal um! Nein! Wieso bin ich jetzt nur 6. Damit bist du immer noch vor mir. 5. meine ich. 5. Hab so ein bisschen, die Kurve etwas weit genommen. Ich wollte gerade sagen, ich komme noch ins Ziel und dann hab ich, schade. Ich hab den Bacon noch gesehen. Ja. Aber dann denke ich mal, sind wir auch schon langsam am Ende der Episode. Was kam mir so kurz vor? Ja, 19 Minuten. Okay. Und dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Ich sag schon mal bis dahin. Ciao. Der Fjalk hat auch Tschüss gesagt.